Zeitung, MTV. Seinen Besuch empfängt Ernst August von Hannover schon am Schlosstor. Hallo, hallo. Michael Fürst, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Hannover, hat die Geschwister Olewski auf die Marienburg begleitet. Die Presse hat er gleich mit dazu gebeten. Der Vater der beiden Israelis war ein KZ-Häftling. Und Michael Fürst will Ernst August mit Menschen bekannt machen, deren Familien in der NS-Zeit Schreckliches erlebt haben und davon erzählen können. Die Olewskis haben ein Gastgeschenk mitgebracht. Seltene Briefmarken, herausgegeben von der Organisation der Bergen-Belsen-Überlebenden in Israel. Es gibt nur 105 Ausgaben davon auf der ganzen Welt. Und man kann keine mehr bekommen. Dann werde ich sie nicht benutzen. So heiter die Stimmung, so ernst ist der Hintergrund des Treffens auf der Marienburg. Denn die Welfen haben eine zweifelhafte Vergangenheit im Nationalsozialismus. Im Mittelpunkt dabei steht Ernst Augusts Urgroßvater. Ernst August, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. In privaten Aufnahmen gibt er sich als adeliger Landmann. NDR-Journalisten haben herausgefunden, dass es in Wirklichkeit auch eine finstere Seite gibt. Ernst August und seine unheilvolle Nähe zu den Nazis. Dokumente belegen beispielsweise, dass er sich 1938 an der Enteignung eines jüdischen Unternehmers beteiligt hat. Ich habe das nicht gewusst. Ich weiß nicht, was seine Familie im Nationalsozialismus gemacht hat. Aber mir scheint, dass er wirklich wissen will, was damals passiert ist. Er hat viele Fragen gehabt. Er ist jünger als mein jüngster Sohn. Mein jüngster Sohn ist 34 Jahre alt. Er ist jünger, aber ich hatte den Eindruck, dass er sehr daran interessiert ist, was damals passiert ist. Und weil die Gäste umgekehrt an der Geschichte der Welfen interessiert sind, führt Ernst August sie durch sein Schloss. Ja. Es ist so schön hier. Kennen Sie die Gebrüder Grimm? Natürlich. Wer kennt die nicht? Sie haben hier in der Region mal gelebt. Ach ja? Wir alle kennen ihre Geschichten. Jeder ist mit ihren Geschichten aufgewachsen. Märchenhaft der Blick nach draußen. Lückenhaft ist der Blick der Welfen auf ihre Vergangenheit. Michael Fürst hat deshalb nicht nur dieses Treffen arrangiert. Er berät Ernst August auch bei der Suche nach Historikern, die die Verstrickungen der Familie aufarbeiten sollen. Natürlich will ich dabei auch helfen. Das ist hannoversche Geschichte, das ist niedersächsische Geschichte. Ich bin hier geboren und ich fühle mich auch ein wenig verpflichtet, einem jungen Mann. Und Prinz Ernst August ist ein wirklich junger Mann ja noch, der von der deutschen Geschichte nicht viel mitbekommen hat, weil er im Ausland groß geworden ist, dabei behilflich zu sein. Ich glaube, ich kann das auch. Als 99 Vorwürfe über die Rolle der Welfen in der Nazi-Zeit laut wurden, hatte Ernst August Senior versprochen, die Familiengeschichte aufzuarbeiten. Geschehen ist aber nichts. Ernst August Junior erzählt, er habe davon nichts mitbekommen, sei schockiert gewesen, als er im Sommer von den Vorwürfen hörte. Er wolle sich des Themas annehmen und stehe kurz davor, einen Historiker zu beauftragen. Das wird jemand Unparteiisches sein. Absolut, absolut. Also es ist noch nicht ganz klar, wie wir das machen. Es muss natürlich einen völlig unabhängigen Charakter haben, sonst sieht das so aus, als ob wir unsere eigene Geschichte schreiben. Das kann natürlich nicht sein. Das wär überhaupt nicht Zweck der Sache. Am Abend in der jüdischen Gemeinde in Hannover. Schüler lesen aus dem Buch, das der Vater der Olewski-Geschwister, Raphael Olewski, geschrieben hat. Darin geht es auch um seine Erfahrungen im Konzentrationslager. Ich bin der Ansicht, dass alle, die Nazi-Leidenszelle überstanden haben, die Pflicht haben, darüber zu berichten. Die Pflicht zu berichten. Die gilt sicher nicht nur für die Opfer des Nationalsozialismus, sondern auch für die Nachfahren derer, die im Dritten Reich profitiert haben. Ernst August von Hannover scheint sich dieser Pflicht jetzt zu stellen.